Es gibt nicht den einen Weg, um Filmemacherin zu werden, sondern viele verschiedene Wege führen dahin. Ich habe Medien- und Kulturwissenschaften studiert, ein Studium, das eher einen philosophischen Schwerpunkt hat. Ich arbeite als Autorin und Regisseurin. Das heißt, wenn ich dann mein größeres Projekt habe, dann gibt es eine längere Recherche- und Schreibphase, bevor es dann in die Produktion geht. Als ich angefangen habe mit dem Filmemachen und ich zum Beispiel mit meinem Kameramann ans Set gekommen bin, zum Projekt quasi gekommen bin, wurde vor allem erstmal er angesprochen. Fragen wurden an ihn gerichtet. Und da merkt man dann ja schon, dass da echt ein Unterschied gemacht wird und dass da was nicht richtig läuft. Da habe ich gemerkt, okay, es ist wichtig, dass ich mir jetzt hier auch diesen Raum nehme. Mit der Bezahlung ist es unterschiedlich. Auf der einen Seite habe ich Auftraggeber, die auch mittlerweile schon Stammkunden sind und die mich für Auftragsarbeiten bezahlen. Da kommt dann das Geld recht zuverlässig und regelmäßig rein. Das sind dann vor allem Web-Video-Formate. Und auf der anderen Seite habe ich auch freie Projekte, wo dann bestimmte Förderer oder auch die Länder durch die Filmförderung die Projekte bezuschussen. Und da ist das dann mit der Ausbezahlung des Geldes ein bisschen komplizierter. Da muss man dann gut haushalten. Ich würde raten, traut euch. Habt keine Angst vor Technik, habt Mut und macht einfach.